Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Wir wollten hier mit der Quest weitermachen. Das Erbe des Outriders machen wir auch, aber vorher gucken wir nochmal kurz durch, weil es hat sich schon wieder eine ganze Menge Loot angesammelt. Und der muss ja auch mal benutzt werden. So, wir schauen mal. Helm sieht nicht so gut aus. Beim Mantel haben wir aktuell die Lavageschosse drauf für ein weiteres Magazin. Das würde ich auch ganz gerne behalten. Leider haben wir den Skill nirgendwo hier drauf, also lassen wir das erstmal beiseite. So, hier haben wir erhöht den Schaden vom Lebensentzug. Das wäre schon mal das Gleiche. Und jedes Mal, wenn dein Leben unter 30 fällt, werden alle Gegner im Umkreis mit Verbrennungen betroffen. Gar nicht so verkehrt. Wir hauen mal das hier drauf, weil der gleiche Skill, wir müssen nichts umändern. Wir gucken dann später nochmal nach der hier. Hier ist nichts weiter. Ja, hier sind wir eigentlich, der Unterschied ist nicht so groß und wir haben hier zwei Skills drauf, ist mir dann doch ein bisschen lieber. So, waffentechnisch, wir haben eine mit 3400. Sturmgewehr taktisch ist eigentlich ziemlich geil, weil 327 Schaden zu 133. Wir nehmen das mal, wir hatten zwar noch eine doppelläufige, die ein bisschen stärker war. Und ich muss nochmal ganz kurz umstellen, Entschuldigung bitte. So. Ich spiele das halt nämlich noch auf einem anderen Gerät mit meinem anderen Charakter und da macht sich das mit gedrückt halten oder nicht drücken, also einmal drücken oder gedrückt halten mit dem Ziel ein bisschen besser. Deswegen war das jetzt mal wieder ein bisschen verkehrt, aber ich habe es umgestellt und jetzt geht's wieder so. Wir haben das, wir sind ausgerüstet, wir sind auch auf dem richtigen Weg, nehme ich an, genau. Das Erbe der Outriders, so, also. Die Quest machen wir noch, dann machen wir mit der Story endlich weiter. Ja, das ballert nämlich nochmal ganz anders rein. Wie gesagt, diese Salvengewehre, ich bin eigentlich gar kein Freund davon, aber in dem Spiel ist es halt, was den maximalen Schaden angeht, einfach echt eine sehr, sehr gute Waffe oder eine gute Art von Waffe. Deswegen muss man die auch mal nutzen. Und da müssen wir sowieso in Zukunft mal gucken, dass wir unsere Rüstungsteile alle ein bisschen besser miteinander abstimmen. Dass wir vielleicht rein von der Rüstung doch mehr auf Bonus-Waffenstärke gehen. Hat aber viel gefressen, wir hatten keine Lavageschosse mehr. Aber ich möchte sie jetzt noch nicht einsetzen. Wenn wir gerade so viel Ruhe hier haben. Sag mal, der ist eingefroren, schießt trotzdem mit seinem Scheiß rum, ne? Na gut, wir können sie wieder reinsetzen. Komm, noch mehr. Ich dachte, es ist der letzte. Hä, ich hab sie doch... Jetzt hat er sie erst aktiviert. Okay. Also kommen wir auf jeden Fall schon mal eine Nummer schneller voran. Gut, dass wir noch mal ins Inventar geguckt haben. Wir haben trotzdem jetzt nur ein Magazin gehabt, oder? Ich dachte, wir haben doch das Rüstungsteil drauf mit einem weiteren Magazin. Muss ich da nochmal genauer beobachten. So, alles kein Problem für uns. Es gab eine Pistole. Hey, ich weiß nicht, wozu die gut sein sollen im Spiel. Also klar, wenn die Munition leer ist, kann man darauf wechseln. Aber es kommt so selten vor, dass die Munition leer ist. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ein Magazin, dass die Pistolen für mich irgendwie gar keinen Sinn machen. Ja, super. Und jetzt war es der letzte Gegner. Bedankt, dass du mich aus dem Schlaf geweckt hast. Ich wusste nicht, ob du das wirklich als Gefallen siehst. Tja, ich bin dann doch lieber bei Bewusstsein, trotz aller Umstände. Viele denken anders. Aber du scheinst besonders gut für diese Zeiten gerüstet zu sein, Outrider. Was haben du und Jane da draußen getrieben, als ihr mich gefunden habt? Wir haben in den Ruinen Technik gesucht. Ich dachte, ich hätte schon den halben Planeten durchkämmt, aber... Kurz zuvor hatte ich alte Notizen meines Vaters entdeckt. Da schreibt er über die ersten Monate auf der Floris im Orbit über Enoch. Die verschobene Landung. Dass er Angst hatte, die Outriders runterzuschicken. Angst? Wie meinst du das? War doch klar, dass die Outriders zuerst runtergehen. Ja. Aber hätte sich der Planet als nicht bewohnbar erwiesen, hatte niemand geplant, euch zurück auf die Floris zu holen. Für euch war das eine Reise ohne Wiederkehr. Ja, ja. Das hat man uns nie gesagt. Überrascht mich aber nicht. Scheiße.
Das erklärt, warum Maxwell unbedingt grünes Licht geben wollte. Die Story war jedenfalls neu für mich. Und ich wusste, um grünes Licht geben zu können, muss Maxwell eine Möglichkeit gehabt haben, die Flores zu kontaktieren. Einen Uplink. Es musste einer in der ersten Landekapsel sein. Wenn ich den finden könnte. Du hast es geschafft. Dein Koffer. Da drin ist Maxwells Uplink. Die letzte Hoffnung. Scheiß poetisch. Ja, alles klar. Man hätte sie also nicht zurückgeholt. Aber das war denen wahrscheinlich allen schon klar. Ganz schön ruhig hier. Ich dachte eigentlich, hier kommen noch riesen Gegner. Und ich glaube, wir müssen hier runter. Denn hier gibt es einen Bunker. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, es kommt eine Videosequenz. Entschuldigung. Bin mir halt nicht sicher, aber die Quest haben wir ja schon. Wir müssen die ja nicht nochmal irgendwie aktivieren, ne? Ich kann sie nochmal als Verfolg drücken, aber wir sind schon richtig. Kehre zum Outrider-Bunker im Steinbruch zurück und öffne die zweite Tür. Jetzt haben wir's. Wieder bloß so eine kurze Sequenz. Ich muss besser werden darin. Durchsuche den Outrider-Bunker nach Hinweisen. Machen wir doch glatt. Geht hier auf jeden Fall noch weiter runter. Das sieht aus wie ein Hinweis. Jack Tanners Tochter, Sarah. Offenbar hat sie nach ihm die Führung der letzten Outriders übernommen. Sie war eine der wenigen, die sich wehrten, als die ECA die Outriders vors Kriegsgericht stellte. Sie hat vielen Outriders das Leben gerettet, aber danach ist sie spurlos verschwunden. Irgendwie ist sie in diesem Bunker gelandet. Laut dem letzten Eintrag ist sie in den Wald, um ihren Mann und ihren Sohn zu suchen. Ganz allein? Das konnte sie doch nicht lebend überstehen. Keiner von uns rechnete damit, das ihr Leben zu überstehen. Sie starb bei dem, wozu Outriders da waren. Beim Vorstoß ins Unbekannte. Sie hat den Dienst auf ihren zwei Beinen beendet, wie die Outriders zu sagen pflegen. Ihr stammt wirklich aus einer anderen Zeit. Okay, alles klar. Wir haben es geschafft. Suche im Wald nach Sarah Tanner. Sarah Tanner. Und damit haben wir hier alle Quests erledigt. Sehr schön. Die einzige, die noch angezeigt wird, ist letzter Wunsch, aber die haben wir ja schon gemacht. Also können wir zum Camp zurück, machen ein bisschen mit der Story weiter. Und dann machen wir es wieder so, eine Story-Mission, und dann reisen wir nochmal irgendwo zurück. Machen dort noch fix die zwei Missionen. Oder drei, je nachdem wie viel übrig sind. Ich hatte mich vorhin gefreut, weil hier eine doppelläufige Waffe reinkam mit 4-7. Das ist schon cool, auch das 80er Magazin. Und wir sehen halt 162 Schaden. Und hier haben wir 327, ne? Halt dadurch, dass das so ein Salvenschussding ist. 367 Schaden pro Minute, hier haben wir 796. Also prinzipiell ist die natürlich stärker. Großes Magazin. Müssen halt nur Dauerfeuer draufhalten. Kritischer Schaden, Schaden auf lange und Schaden auf kurze Distanz ist drauf. Das ist natürlich schon nochmal eine Nummer geiler als das Ding hier. Wir wechseln mal. Ich bin zwar, also früher habe ich die doppelläufigen Waffen sehr gemocht. Mittlerweile liebe ich diese Salvendinger. Deswegen will ich die mal nicht unbedingt wegwerfen. Welche war es denn jetzt? Wo ist unsere Waffe? Die hier war es, ne? Genau. Wir werfen die mal nicht weg. Aber wir probieren erstmal die hier aus. Der 80er Magazin, gerade mit den Lavageschossen, ist halt schon mal ziemlich viel wert, weil wir haben aktuell leider die Mods noch nicht, um die Lavageschosse immer wieder aufzufüllen. So, hier ist Bailey. Mit Bailey wollte ich aber nicht quatschen. Obwohl, doch, mit Bailey wollte ich quatschen. Bei der können wir ja verkaufen. Lassen wir unser Inventar erstmal wieder ein bisschen leeren. Und zwar kann eigentlich, bis auf die Waffe, die ich behalten wollte, die dort, erstmal der Rest weg. Ja gut, eine bessere Pistole haben wir. Lass die mal, dass wir die zumindest noch wechseln können. So, da haben wir das alles. Jetzt müssen wir mal gucken. Das wäre schon cool, müssten wir aber noch den Skill umändern. Wir können jetzt erstmal hier den ganzen Mist rausschmeißen. Prinzipiell können wir auch mal gucken, ob sie irgendwas richtig Gutes im Angebot hat. 1055.
aber kein Skill drauf, den wir gebrauchen können. Und der Rest ist auch nur blau. Nö, lass mal so. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Was war denn das? Hier die Hose war das. Wir haben hier verzerrendes Feuer drauf. Anomaliekraft. Hier haben wir Bonuswaffenstärke. Wäre prinzipiell schon besser. Das heißt, wir nehmen das. Ich würde jetzt versuchen, dass wir wirklich viel auf Waffenstärke gehen, dass die mal ein bisschen in die Höhe schießt, dass wir hier mehr Schaden machen. Killshots auf Gegner, die von Asche betroffen sind, steigern deine Anomaliekraft. Ja, jetzt nicht mega geil. Wir können zwar die Gegner mit Asche belegen. Hitzewelle nutzen wir nicht. Hier war verzerrtes Feuer drauf. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Doktor. Ballern hier nochmal schnell einen anderen Mod drauf und dann machen wir mit der Quest weiter. Aber es muss halt immer zwischendurch auch mal sein, weil sonst kommen wir... Denk, wie es den meisten Outriders ergangen ist und dass die hier in einem Erdloch festsaßen, war es wohl gar nicht so übel, das alles zu verschlafen. Tut mir leid, zu früh. Sonst kommen wir hier irgendwann gar nicht mehr weiter. So. Wir haben die Hitzewelle drauf. Wir können mal gucken. Lavageschosse haben wir das drauf. Zu gern, was die Outriders hier getrieben haben. Was konnte die Mühe wert sein, ein solches Loch zu graben? Quatsch da nicht so blöd rum. Danke. Füllt für jeden Gegner, der von der Fähigkeit betroffen wird, 33 Munition wieder auf. Das ist natürlich eigentlich cool. Also können wir die Lavageschosse nochmal ein bisschen weiter voranbringen. Ich würde das jetzt mal draufhauen. Und wir hatten noch einen anderen Skill, wo wir zwei Gegner damit treffen konnten. Wo war denn das? Das war die Reichweite, ermöglicht genau eines zusätzlichen Ziels. Das heißt, wenn wir zwei Gegner damit treffen, haben wir 66% wieder auf unserem Dings drauf. Das ist natürlich ziemlich cool. So, wir machen jetzt erstmal die Waffenstärke hoch. Da waren die... Nein, ich wollte gar nicht rausgehen. Da waren die Splitter auch schon wieder alle. Und dann gucken wir mal. Haben wir irgendwo noch... was drauf, was wir nicht unbedingt brauchen. Die Effizienz wird um 25% erhöht. Lavageschosse, Aschedetonation. Ja, das können wir ändern. Ausrüstung modifizieren. Und dann hauen wir das hier mit drauf. Ach Mist. Das erste ist... Ah, das, diese kritische Kumulierung ist eigentlich geil. Der erste Skill ist leider schon... blockiert, das heißt, wir müssen irgendwo anders was drauf machen. Jetzt bin ich noch am überlegen, was wir machen. Wo werfen wir uns mit drauf? Na, hier wollte ich es, hier ging es nicht. Naja, dann können wir es eigentlich hier nur hier drauf werfen. Bin zwar... jetzt hier unten das... Nee, doch, das passt. So. Hier aufs erste drauf, fertig. Dann können wir mal gucken. Dann müssen wir eigentlich immer nur den Lebensentzug... nutzen und kriegen 66%, wenn wir zwei Gegner treffen, von unseren Lavageschossen wieder ins Magazin. Gerade mit den 80 Schuss jetzt. Plus wir hatten doch auch noch ein weiteres Magazin irgendwo drauf. Genau hier. Also haben wir 160 Lavageschosse und können die auch noch zwischendurch wieder auffüllen. Sehr cool. So, wir machen weiter. Lang genug geguckt und gequatscht. Muss auch endlich mal hier weitergehen. Unbekanntes Gebiet. Da geht's hin. Dann gucken wir mal, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Orte. Die anderen sind erledigt. Ja, das kriegen wir schon noch irgendwie alles gebacken. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich hab's nicht mehr im Kopf, welches Gebiet jetzt kommt. Aber es hieß ja Suche im Wald. Im Wald waren wir ja auch schon. Naja, mal gucken. Mein Gott, das müssen wir Goodman melden. Unfassbar, dass wir all die Jahre Nachbarn einer Alien-Zivilisation waren. Sind dann nicht eher wir die Aliens? Die Ruinen sind uralt. Wenn Wesen, wie wir sie gesehen haben, das Signal schickten, dann nicht von hier. Bist du sicher, dass die Richtung noch stimmt? Ehrlich, Outrider, keine Ahnung. Aber wenn du einen Empfänger oberhalb der Baumgrenze platzieren kannst, müssten wir die Spur wiederfinden. Ich kenne ein Bauwerk. Gebt mein Funkgerät, ich zeig's euch. War das der kleine Orgist? Er sah zumindest so aus, aber kann natürlich sein, dass die alle gleich aussehen. Wir haben noch ein Sammelobjekt. So, jetzt haben wir wieder eine neue Mission, weil das Erbe der Outriders, das ist noch nicht vorbei. Sagt mir jetzt wahrscheinlich, ich soll reisen. Nee, das wollen wir nicht. Wir haben eine neue Hauptmission.
Stelle einen Empfänger über den Baumwipfeln auf, um das Signal zurückzuverfolgen. Genau die würde ich gerne machen. In dieser Ruine ist ein Monument, das über den Wald hinausragt. Folge dem Pfad, dann siehst du es durch das Blätterdach. In dieser Ruine fand ich August. Als Kerlock dahinter kam, ließ er Kang hier Kämpfer stationieren, um weitere Ureinwohner zu fangen. Seine Leute könnten noch in der Gegend sein. Ich wette, Kang ist gerade mehr daran interessiert, uns zu finden. So, und es geht los. Ich bin mal gespannt, was die Waffe macht. Ah, die ist zwar stark, aber die Sache ist, man kann damit einfach nicht so geil treffen, dadurch, dass es eine doppelläufige ist. Meine Meinung dazu hat sich echt schnell geändert, aber guckt mal, wir hatten 80 Schuss. Jetzt haben wir noch 25 im Magazin. Haben einen Gegner getötet. Ich glaube, da kommen wir mit so einem Seifengewehr besser fort. Oder besser mit weg. So. Müssten mal Lebensentzug machen. Und da haben wir wieder 79 Schuss. Das ist natürlich prinzipiell schon mal ziemlich geil. Jetzt ging es auch mit den kritischen Treffern. Aber die Sache ist unser... ist ja ganz schön was los. Doch, unser Lebensentzug können wir relativ schnell sogar wieder auffüllen. Zack, wieder 61. Ja, das ist halt schon geil, ne? Haben wir endlich mal eine Kombination gefunden, die Sinn macht. Wir haben ja auch noch ein zweites Magazin. Das heißt, das erste können wir jetzt erstmal auf den Typen draufballern. Kann er in Ruhe nachladen. Machen wir einmal diesen und diesen und sind wieder voll. Cool, endlich klappt's mal. Endlich macht Fähigkeit und Mod mal ein bisschen Sinn im Zusammenspiel. Ich denke, das wird uns eine ganze Menge Tode ersparen. Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne das Scharfschützengewehr benutzen, aber dann sind unsere Lavageschosse weg. Das da ist bloß Muni, oder? Nee, ist eine richtige Kiste. Müssen wir gleich nochmal gucken gehen. Jetzt mit so einer doppelläufigen hier auf Entfernung ist halt eigentlich so mal überhaupt gar nicht geil. Versuch mal so einzeln zu drücken. Müsste ja hoffentlich klappen. Ach. Geht jetzt ein bisschen langsam voran, aber ich will eigentlich nicht unbedingt meine Lavageschosse gerade verhauen. Wir sind nichts. Ah, wir sind zu weit weg. Wir brauchen Lebensentzug. Jawohl. Und wieder 80 Schuss drin. Bam. Ja, cool. Also wenn wir es richtig anstellen, ihr seht, können wir die Lavageschosse wirklich fast dauerhaft aufrechterhalten. Das ist natürlich auch richtig geil. Also nochmal cooler fast als bei meinem Technomanten. Das ist halt so, wenn ich einen Gegner töte, klar passiert öfter, aber der Lebensentzug hier hat so eine kurze Abklingzeit, dass man sich halt einfach mal kurz ein bisschen Ruhe lassen muss. In Ruhe sich verstecken muss, warten bis es auflädt und kann es zack wieder aufladen. Damit kann man eigentlich immer sicher sein, welche zu haben. Das ist cool. Wir haben leider nur ein Grad getroffen. Mit unserem Lebensentzug. Aber schaut mal, damit haben wir es. Und es war so absolut überhaupt gar kein Problem. Freut mich. Wir sind nämlich bald auch Weltstufe 10 und das wird natürlich mal wieder ein Ticken schwerer. Dein Alien-Freund, August, wenn du ihn hier gefunden hast, taucht er hier vielleicht wieder auf. Aber wenn er sich unsichtbar machen kann, wird's nicht leicht, ihn zu entdecken. Wenn August gefunden werden will, wird August uns finden. Es war nicht leicht, Augusts Vertrauen zu gewinnen. Aber nach Skarlocks Verbrechen weiß ich nicht mehr, was August denkt. Der Name, August. Woher kommt er überhaupt? Er ist Augusts richtigem Namen sehr ähnlich. Dieser klingt ungefähr so. August. August, alles klar. Na, da haben wir die Kiste hier hinten noch eingesammelt. Machen uns auf ins nächste Gebiet. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge Weltstufe 10 und Levelstufe 22 erreichen. Wir machen jetzt an der Stelle erstmal Schluss hier. Und machen dann in der nächsten Folge mit der Quest hier weiter. Ich freue mich sehr, dass das jetzt mit dem Mod und den Lavageschossen und so ganz gut klappt. Ist dann auch wiederum der Vorteil von so einer doppelläufigen Waffe. Wir haben halt einfach mal 80 Schuss Lavageschosse. Beziehungsweise sogar 160. Ich denke, wir lassen das erstmal so und gucken dann mal. Wir probieren später mal noch mit Seifengewehr und so aus. Aber aktuell so funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.